Wir sind unsere Gedanken. Egal, ob wir jetzt Angst vor der Zukunft haben oder darüber nachdenken, was andere von uns denken, unsere Gedanken scheinen uns immer zu kontrollieren. Es gibt immer ein Komma, 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 aber es gibt nie einen Punkt. Wie kommen wir zu diesem Punkt? Wie kommen wir von diesem Overthinking weg hin zu einem Punkt? Ich möchte dir in diesem Video mal meine Geschichte diesbezüglich erzählen und wie du vom Overthinking weg zu einem Punkt kommst. Also für das Wort Overthinking gibt es keine gute deutsche 1-zu-1-Übersetzung. Wir könnten wahrscheinlich einfach sagen, zu viel denken, zu viel nachdenken, zu viel grübeln. Aber der Fokus ist hier vor allem auf zu viel. Wann ist zu viel? Ich würde sagen, zu viel ist einfach, wenn die Kosten der Gedanken die Nutzen der Gedanken übersteigen. Wenn es uns also selbst schadet, mehr schadet, als dass es gut tut. Doch wir sind natürlicherweise so angelegt, dass wir viel nachgrübeln, dass wir uns Sorgen machen. Das ist in unserer DNA drin, unser Überlebensinstinkt. Als Jäger und Sammler mussten wir die ganze Zeit darüber nachdenken, wer könnte uns eventuell angreifen, wie können wir uns bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Aber genau das zieht im heutigen modernen Leben oft diese Probleme erst wirklich an. Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und du hast so das Gefühl, die verlässt mich bald, die andere Person, irgendwie, vielleicht verlässt sie mich, was kann ich da tun? Und umso mehr du darüber nachdenkst, umso mehr bist du dann vielleicht auch am Klammern. Vielleicht klammerst du dann an diese Person ran, unterbewusst. Und das führt dann dazu, dass die andere Person sich trennt, weil sie das überhaupt nicht attraktiv findet. Und dann sagst du, ja, ich hab's dir ja gesagt, ich habe so viel darüber nachgedacht und ich wusste's. Genau so war es auch. Das war gut, dass ich so viel darüber nachgedacht habe, weil das war ja der Wahrheit entsprechend. Das heißt, umso mehr wir uns darauf fokussieren, umso mehr ziehen wir es auch an. Und jetzt möchte ich dir mal sagen, wie das bei mir in meinem Leben so war. Ich glaube, jeder kennt die Angst davor, nicht normal zu sein. Das ist auch Teil unseres Überlebensinstinkts. Wenn wir nicht normal waren, früher als Jäger und Sammler, wenn wir nicht dazugehört haben, würden wir von unserem Stamm ausgestoßen und haben nicht mehr dazugehört. Und bei mir war es so in der 5. Klasse, ich habe das auch vor kurzem richtig stark reflektiert, ich habe mich in der 5. Klasse, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ich habe niemanden gekannt und ich habe keinen Anschluss gefunden. Und ich habe mich wirklich wie ein Versager gefühlt, wie ein Loser. Ich war alleine, habe mich nicht normal gefühlt und umso mehr ich das von mir dachte, umso mehr habe ich auch interpretiert, was von außen kam, als dass ich ein Loser bin. Und das hat sich immer mehr hochgeschaukelt und hochgeschaukelt und hochgeschaukelt, immer mehr gedacht. Und irgendwann war ich das eben. Und es war nicht schön. Mit 19 bin ich dann zum Fitnesssport gekommen. Das war dann so mein, ja, da kann ich jetzt endlich akzeptiert werden. Ich kann jetzt meinen Körper wirklich schön machen und kann die Akzeptanz dann endlich von außen holen. Doch die Gedanken haben mich dann weiterhin kontrolliert. Ich hatte ja weiterhin eine Abhängigkeit zu außen. Das heißt, worauf das jetzt runterläuft, ist, dass ich von außen dachte, ich bin ein Versager und ich dachte auch von außen, dass ich die Akzeptanz von außen brauche. Und das hat dazu geführt, dass ich das innerlich nicht mehr hatte. Das heißt, ich hatte innerlich keine Akzeptanz mehr und ich habe mich innerlich als Versager gesehen, mich selbst so gesehen. Das heißt, letztendlich war es meine Verantwortung und das hat dann dazu geführt, dass wieder mehr Gedanken und mehr Gedanken und mehr Gedanken kamen. Und dann habe ich 3 Sachen gemacht in meinem Leben, die wirklich wichtig für mich waren, die mir wirklich geholfen haben. Das erste ist, diese innere Akzeptanz aufzubauen. Und zwar die Akzeptanz von dem, was auch nicht normal ist. Zum Beispiel, dass ich pessimistisch bin, dass ich eine pessimistische Ader damals auf jeden Fall stark an mir hatte. Und das zu akzeptieren, hey, ich bin kein Realist. Hör auf, dich zu verarschen, ich bin Realist, sondern du bist Pessimist. Und das ist okay. Und nur mit der Akzeptanz kommst du dann weiter. Und das nächste ist, dass ich dieses Wertlose, dass ich mich als wertlos gesehen habe oder als ja, unakzeptiert Versager, dass ich das einfach mal angezweifelt habe. Das ist so ein guter erster Schritt für mich gewesen, mich mal zu fragen, ist es wirklich so? Ist es jetzt wirklich so, dass du ein Versager bist? Frag dich das mal selbst. Bist du das wirklich? Das war das Zweite, was mir super geholfen hat. Und das Dritte war, dass ich die Beziehung zu meinen Gedanken verändert habe. Also, wie sehe ich denn meine Gedanken? Was denke ich, wenn ich denke über mein Denken? Das ist super wichtig, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu unseren Gedanken und die Beziehung zum Overthinking neu zu reflektieren und zu hinterfragen. Wenn du jemand bist, der overthinkt, also der zu viel über die Dinge nachdenkt, so viel über die Dinge nachdenkt, dass es dir einfach nicht mehr viel bringt, dann gibt es einen Teil in dir, der denkt, das ist gut. So, das ist ja ganz logisch. Ein Teil von dir denkt, oh, dieses Overthinken, dieses mir Sorgen über etwas machen, was tot zu denken, viel darüber nachzudenken, durchdenken, Vor- und Nachteile abwägen,
ein Teil in dir denkt, das ist super wichtig. Auf Basis auch deiner Vergangenheit. Ja, die Vergangenheit hat mir gezeigt, das motiviert mich, das gibt mir ganz viel Freiheit. Das hilft mir dabei, Fehler zu vermeiden. Das ist einfach gut, ich muss das machen. Aber das ist natürlich nur ein Teil von dir. Ein anderer Teil von dir, vielleicht auch der Teil, der jetzt gerade dieses Video schaut, denkt sich, irgendwie tut mir das doch gar nicht so gut. Weil das zieht auch irgendwie Energie. Dieses ganze darüber nachdenken, das zieht psychische Energie. Es tut mir einfach nicht gut. So, und was du jetzt machen musst, ist, das jetzt nicht so einfach so rational zu verstehen, sondern das ist ein Gefühl. Du musst glauben, dass viel darüber nachdenken, dass dieses Toddenken, dieses Denken, du musst glauben, dass es nutzlos ist. Das bringt nichts. Glaub ganz fest daran, dass dieses darüber nachdenken, mach es nicht mehr, das ist schlecht, es ist nutzlos, weg, weg, weg. Das klingt jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. So ein Teil von dir denkt jetzt wahrscheinlich, was, nein, nee, ich brauche das doch noch irgendwie, ich muss doch auch darüber nachdenken. Aber das ist jetzt der springende Punkt, wenn du die Beziehung verändern willst, dann musst du hier radikal umdenken und das bedeutet, über Dinge nachzudenken die ganze Zeit ist nutzlos. Das musst du dir immer wieder sagen. Und da möchte ich dir noch gerne drei Tipps geben, die dir dann zusätzlich noch dabei helfen. Also wenn du das in dir manifestieren kannst, so, es ist nutzlos, dann zusätzlich empfehle ich dir noch drei Dinge. Das ist einmal ganz viel achtsames Wahrnehmen von Overthinking. Da ist natürlich Meditation super wichtig, dass du regelmäßig eine Achtsamkeitspraxis hast. Dass du dann im Moment des Overthinking, im Moment des Durchdenken, im Moment der Vor- und Nachteileabwägung, dass du dann im Moment sagen kannst, hier ist wieder Overthinking. Hier findet das jetzt gerade wieder statt. Der zweite Punkt ist, dass ich dir empfehle, wenn du dann merkst, oh, ich denke gerade darüber nach, dann versuch mal genau das Gegenteil von diesem Nachgedachten zu machen. Oft ist ja so, dass wir tendenziell eher pessimistisch über Dinge nachdenken oder ja versuchen so die negativen Seiten auch zu beleuchten und den Worst Case uns auch auszumalen. Versuch da mal genau auf das Gegenteil dann zu gehen. Auf den Best Case. Was ist das Beste, was mir jetzt passieren könnte? So richtig positiv denken. Ich weiß, das ist so ein bisschen Positive Thinking. So, das ist auch, kann man auch übertreiben. Aber generell ist es ein guter Ansatz, das so zu machen. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Weil dieses Overthinking, dieses ganz viel darüber nachdenken, das gibt dir eine falsche Sicherheit. Das gibt dir so das Gefühl, du denkst, du musst es tun für Sicherheit. Aber was du ja tust, du fokussierst dich die ganze Zeit auf unkontrollierbare, in der Zukunft liegende Dinge. Also das Scheinwerferlicht geht dann immer auf Unkontrollierbares. Und das führt dazu, dass es natürlich ewig weitergeht, weil du es ja nicht kontrollieren kannst. Das heißt, fokussier dich auf die Dinge, die du in deinem nahen Umfeld jetzt kontrollieren kannst, die du jetzt sofort kontrollieren kannst. Alles, was irgendwie in der Zukunft liegt, denk nicht darüber nach. So, das sind die drei Punkte. Also achtsames drüber nachdenken, dann das Gegenteil denken, ins positive Denken kommen. Und das dritte ist, fokussier dich auf das, was du wirklich jetzt kontrollieren kannst. Ich weiß, in fast jedem Video komme ich irgendwie auf einen ähnlichen Schluss, nämlich dass Achtsamkeit super wichtig ist. Und das ist es halt auch. Was soll ich machen? Ist halt eine der wichtigsten Fähigkeiten in unserem Leben, achtsam die Realität wahrzunehmen, wie die äußeren und innere Reize sich verschmelzen und alles zu einem großen Realitätsbrei kommt. So, das ist einfach wichtig. Und der andere Teil, der super wichtig ist, ist, dass wir die Teile in uns kennenlernen, dass wir verstehen, wir sind nicht eindimensional, wir sind nicht diese eine Person, sondern wir haben ganz viele Teile in uns. Manche wollen viel nachdenken, manche wollen uns selbst kritisieren, manche wollen andere kritisieren, manche wollen einfach glücklich sein. So, es gibt verschiedene Teile in uns und die müssen wir auch alle kennenlernen und da hilft uns die Achtsamkeit natürlich dabei. Und da kommt uns dann oft in die Quere, dieser eine Teil, der die ganze Zeit Vor- und Nachteile abwägen will, der nicht weiterkommt, der nicht zu einer Entscheidung kommt. Aber genau diese Entscheidung bringt uns ja weiter. Die Entscheidung bringt uns dann dorthin, wo wir wirklich hinwollen. Und deswegen, wenn du dich wirklich jetzt darum kümmern möchtest, diese Achtsamkeit und diese Teile, die in dir sind, wenn du diese kennenlernen willst und die mit Achtsamkeit kombinieren willst, dann bewirb dich auf jeden Fall bei uns beim Unlock Yourself. Da geht es genau um diese zwei Dinge, weil die mich in meinem Leben so unglaublich weitergebracht haben. Achtsamkeit und sich selbst kennenlernen. Das heißt, wenn es dich interessiert, wenn du das mit uns gemeinsam durchziehen willst, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du bereit dafür bist, dann geh bei uns auf die Unlock Yourself Website und trag dich an, bewirb dich bei uns. Würde mich freuen, dich dort zu sehen. Meine Empfehlung. Ich hoffe trotzdem, egal was du jetzt gerade in dir fühlst oder denkst, ob du gerade overthinkst oder underthinkst, positiv denkst oder negativ denkst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest hier was mitnehmen. Ist mir ein ganz wichtiges Thema gewesen, dieses einfach die ganze Zeit darüber nachdenken und sich davon zu befreien, indem du glaubst, es bringt nichts.
So, und damit lasse ich es jetzt stehen. Ich würde sagen, das war's für dieses Video für heute. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben könntest, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, wenn du es richtig scheiße fandst, dann gib mir bitte einen Daumen nach unten. Okay, gut. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.